Dienstagvormittag, eigentlich viel zu früh, um sich sportlich zu betätigen. Doch in der AFCWT-Schule herrscht bereits Hochbetrieb. Wir wollen herausfinden, was Wing Chun als Kampfkunst auszeichnet. Wing Chun unterscheidet sich im Gegenteil zu Karate oder auch Taekwondo darin, dass wir einen regellosen Kampf haben, dass wir direkt und effizient auf den Gegner direkt zugehen. Wir haben keine Ringrichter, die uns, davon abhalten, bestimmte Dinge zu tun. So wärmt man sich vor dem harten Training mit Kettenfauststößen auf und trainiert mit dem Partner Schlagwechsel und Bodenkampf. Mit der Sionim-Tao-Form festigen die Schüler die richtige Ausübung der Bewegung. Das macht Wing Chun zu einem abwechslungsreichen Training für Jung und Alt. Außer dem Erlernen von Selbstverteidigungstechniken bringt WT natürlich auch eine Steigerung vom Selbstbewusstsein. Man geht also in stressigen Situationen vielleicht ganz anders ran. Wenn man doch sich mal, sag ich mal, bedroht fühlt oder bedroht wird, fällt man vielleicht nicht so schnell in Panik oder neigt zu panischen Reaktionen. Man geht generell, sag ich mal, vielleicht ein bisschen selbstbewusster an andere Sachen ran, nicht nur, sag ich mal, in Stresssituationen, die man vielleicht mit anderen Leuten hat, sondern generell, sag ich mal, auch in ganz normalen Alltagssituationen. Eigentlich mehr dazu gedacht, Situationen zu deeskalieren, ohne großartig das Gegenüber zu verletzen. Die AFCI-Schüler präsentieren ihre Kunst auch auf öffentlichen Veranstaltungen wie Budogalen oder bei Essen Original. Neben Wing Chun führten die Schüler auch die philippinische Stockkampfkunst Eskrima vor, die ebenfalls in der AFCWT-Schule gelehrt wird. Wing Chun präsentierte sich uns als eine sehr interessante Kampfkunst für Jung und Alt, die eine effektive Selbstverteidigung vermittelt und das Selbstbewusstsein stärkt.